Damit sind alle Pferde in den Boxen und Boxen auf für den großen Dallmayr-Preis, das Bayerische Zuchtrennen, Europagruppe 1, 2000 Meter. Und außen Naida ist am schnellsten auf den Beinen und geht sofort an Spotify heran und vorbei. Und diese beiden mit sehr, sehr gutem Tempo gleich einmal vorneweg führen das Feld in den ersten Bogen hinein. Naida außen und innen daneben Spotify an der Spitze. Dann sind es bereits gut vier Längen bis zu Durance. Als dritte, viertes Pferd ist Quest the Moon. Fünfter Patrick Sarsfield in sechster Position, der Favorit Barney Roy. Und am Ende des Feldes, da galoppiert zunächst Waikiki Star. Bei nach wie vor sehr, sehr ansprechender Fahrt Naida vorneweg mit zwei Längen. Dahinter Spotify. Dann sind es mittlerweile gut sieben, acht Längen bis zu Durance. Als dritte, viertes Pferd Quest the Moon. Patrick Sarsfield dahinter vor Barney Roy und vor Waikiki Star. Am Ende des Feldes. Das Tempo ist nach wie vor super. Vorneweg geht Naida, Spotify aber bereits an ihr dran. Die Lücke nach hinten wird etwas kleiner. Das sind jetzt wieder gut 4,5, 5 Längen bis zu Durance. Dann Quest the Moon als vierter. Fünftes Pferd Patrick Sarsfield. Sechster ist Barney Roy. Und am Ende des Feldes wartet Waikiki Star auf seine Chance. Das Feld ist im Schlussbogen, im langen Schlussbogen. Es geht dann gleich auf den Scheitelpunkt zu und Naida hat unverändert das Kommando. Führt weiterhin. Hat sich jetzt wieder etwas Platz verschafft zu Spotify. Und Naida wird das Feld jetzt in die Zielgerade führen. 550 Meter ist diese lang. Naida mit dem Kommando. Spotify ist Zweiter. Die anderen kommen näher heran, aber Naida versucht jetzt noch einmal zuzulegen. Spotify hat da Probleme im Moment. Jetzt greift er aber noch mal an und jetzt greift James Toy richtig an und macht ernst. Jetzt kommt aber sofort Patrick Sarsfield und sofort kommt auch Durance. Und wo ist der Favorit? Barney Roy, der versucht es jetzt ganz innen. Alles in einer Linie. Auch Waikiki Star ist da. Alle Pferde in einer Linie. Patrick Sarsfield an der Außenseite ist aber vorne. Patrick Sarsfield, Quest the Moon, Durance und innen Barney Roy. Barney Roy ganz an der Innenseite. Barney Roy mit Quest the Moon und außen Patrick Sarsfield, Quest the Moon oder Barney Roy. Barney Roy schafft es gegen Quest the Moon und gegen Durance, dahinter Patrick Sarsfield, dann als fünfter Waikiki Star, dann Spotify und dann Naida. Die beiden haben sich vorne richtig gehend gejagt, aber der Sieger ist der Favorit, der Sieger ist Barney Roy.